dann gab es hier von mir diese Wintertime Magic, die habe ich geliebt, diesen Duft. Leider war eine Winteredition von Fa, genau. Von CD habe ich Morgenfrischer aufgebraucht. Ich hatte die bei einem Shopland für 1 € ergattert. Ich liebe CD Deos. Und ja, und da gab es hier noch von For You Beauty Make-up-Schwämmchen. Ich habe noch zwei da, aber die sind sehr gut, fand ich die. Ich fand die sehr gut, würde ich gerne wieder nachkaufen. Wenn ich welche brauche, dann kaufe ich die wieder nach. Den Tipp hatte ich von den lieben Alida von Kanal, Alina von X Kanal Frühlingsroline. Und ja, dann gab es hier Hygiene, ja, Slip-Einlagen, so kleine Minis. Waren auch sehr praktisch, braucht man immer. Dann gab es hier noch normale Slip-Einlagen. Die hatte ich bei Philips und ja, kann man nichts viel sagen. Sie tun, was sie tun sollen. Obwohl manche, ich vertrage eigentlich alle. Dann hier für die Kinder von DM Pflasterstrips für Kinder mit solchen Motiven von Bären. Auch sehr schön. Und die hatte ich auch von. Auch von, wie heißt das? Von Thomas Phillips, auch sehr schön. Hygienebeutel. Ja. Wir kommen jetzt weiter zu Haushaltsprodukte. Wir hatten aufgebraucht diese von limitierte Edition, diese Feuchttücher, Allzweckfeuchttücher. Waren sehr gut vom Geruch her. Sie sind alle gleich, nur der Geruch ändert sich. Ja, leider gibt es die nicht mehr. Diese mit Limette habe ich geliebt, den Duft. Den auch, aber der mehr, weil ich bin so jetzt. Im Sommer liebe ich sowieso diesen Duft. Also, würde ich gerne wieder nachkaufen, aber die gibt es leider nicht mehr. Limitierte Edition. Ja, dann gab es hier Haushalt, das ist jetzt mehr Pflege, aber dann machen wir mit Haushalt weiter. Und zwar von der lieben Debbie's World hatte ich die in meine Tauschpaket. Und der war die Handseife von dem und ich habe das so geliebt, werde ich wieder nachverwenden, weil man kann das hier aufkriegen und dann kann man wieder reinfüllen. Deshalb habe ich die nicht weggeschmissen und ich finde, der ist sehr stylisch. Dann gab es hier noch von Palmolive wieder mit Honig, auch sehr schön. Werde ich wieder nachkaufen, obwohl ich nicht so der Honig-Typ bin, aber ist sehr gut. Dann Spüli. Die sind alle gut, obwohl meine Lieblinge ist der April, aber ich benutze ab und zu mal, wenn es im Angebot ist, dann kaufe ich die auch. Kaufe ich immer wieder nach und die habe ich bei Norma gesehen. Das ist mit Kiwi und ja, mit Kiwi. Der war auch sehr gut im Geruch. Der auch sehr, allein der Verpackung hat mich angesprochen. Wenn ich große Flaschen habe, verwende ich die wieder. Nicht das alles auf einmal wegschmeiße, sonst ist da so ein Berg Müll und dann ist nicht schön, ne, für die Umwelt. Aber ich werde die dann noch für größere Flasche dann zur Seite legen, dann packe ich hier meine Flaschen. Umwelt, genau. Ja. Und die von der hat auch gut gerochen. Der riecht sehr gut mit Ginger und Rosmarin. Auch sehr toll. Aber die werde ich mir definitiv noch in meine Küche, in meinen Schrank reintun und dann mal schauen, wann ich die wieder benutze. Ja, dann Haushalt, wie gesagt. Warte mal, bevor wir mit Haushalt anfangen, mache ich nur kurz 4 Sachen von Essen und dann machen wir nur Haushalt und dann fertig. Kannst du zeigen, deine. Die haben die Kinder geliebt. Das ist so ein Nachmacher. Gummibärchen, da gab es auch diese kleinen Burger, wo die Beatrice immer liebt und die sind ganz günstig, anstatt den anderen kann man die kaufen für Kindergeburtstag oder so. Ja, das ist diese kleine Burger, die du gegessen hast. Ich auch immer wieder nach, wenn ich bei DM bin, wenn ich bei Rossmann bin, das ist für die Kinder. Hier sind Maisstangen, glutenfrei und ohne Salzzusatz. Lieben die Kinder auch und das ist sehr günstig. Dann hier mein geliebten Nescafé Gold. Habe ich schon über einen Monat nicht mehr getrunken, weil es wegen meinem Magen. Aber jetzt habe ich die Tabletten wegen Laktose gefunden. Dann kann ich ab und zu mal schon trinken. Und ja, ich habe die geliebt von Action, wie gesagt. Ja, da gab es auch andere Geschmacksrichtungen. Wie gesagt, was euch wundert, wir haben ja mit Softbox filmen wir heute, weil es schon gleich 9 Uhr ist und wir filmen immer noch. Ja,
Dann gab es hier diese Beauty Sweeties, zuckerfrei, mit Vitamin, Biotin, Aloe Vera und Kutzin. Waren auch sehr lecker. Und die, die müsst ihr das probieren, wenn ihr bei DM seid, bei Hossmann. Die sind neu und ich liebe diesen Riegel. Das ist Natur, nur Kokos pur. Das hat sogar gereimt. Ja, aber ich liebe diesen Riegel. Ja, schaut mal unbedingt da, wenn ihr da... Ja, kaufen wir wieder nachher, wenn ich die finde. Dich bei dem. Fast 2 Euro, glaube ich. 1,95 €, ja. Dann gab es hier, jetzt gibt es nur Haushaltssachen. Einmal, die waren nicht so gut, fand ich die. Mit für Colorwäsche von Spee, diese Color Caps. Fand ich nicht so toll für bunte Wäsche. Aber die für hellere Wäsche von Spee fand ich sehr toll, weil das macht meine Wäsche immer so, so weich, so weiß. Und ja, ich liebe diesen. Aber die für Colorwäsche nicht so. Dann gab es Solala, auch nicht so. Auch wieder von Spee, nicht so gut. Was? Ja, sie hat sogar die Biatisch für den Schleim aus benutzt, meine ich. Und das ist noch ein bisschen, damit sie noch Schleim machen kann. Schleim oder was auch immer. Und der Pevol war sehr toll. Ich liebe Pevol auch. Und ja, aber ich probiere immer wieder Neues und ist so. Ist noch ein bisschen für deinen Schleimi, nur ein kleines bisschen. Weil da braucht man nicht viele. Und von dieser Lufterfrischer Perlen, der zwar gut gerochen, aber nach einem Tag oder zwei war irgendwie der Duft verschwunden. Irgendwie fand ich nicht so. Von Müller werde ich definitiv nicht nachkaufen. So, wie gesagt, ich liebe diesen. Das ist, habe ich sogar zwei, weil ich benutze bei jedem Wäsche. Wenn ich Wäsche wasche, genau. Benutze ich immer die von Blink. Ich liebe nur diesen von Müller, weil ich hatte auch von Dr. Beckmanns ausprobiert, aber war nicht gut. Irgendwie hat es meine Wäsche verfärbt, aber die sind von Müller und ja, sehr toll. Und kaufe ich immer wieder nach. Dann gab es hier diese Schmutzradier, diese Magic Pad von Rossmann, habe ich schon zweimal nachgekauft. Die sind ganz gut für die Schuhe oder für Wände. Ist ganz praktisch und sehr günstig. Dann habe ich zum ersten Mal diese Staubblitz gefunden, gekauft meine ich. Und die waren nicht so, fängt zwar den Staub an, aber ist nicht so gut wie die von Swiffer. Werde ich nicht nachkaufen, nein. Auch von dem, diese Jumbo Wasserfilter, weil wir einen Brita haben. Und ja, sind sehr günstig und das tun das selber für den Brita. Unter 8 Euro. Und die Brita kostet 15, 3 Stück. 15 oder 20, das ist auch 3 Stück drin. Ja, dann meine Sill-Fleckenentferner benutze ich immer. Und ja, ich bin begeistert von diese und günstig auch. Und ja, immer wieder der. Dann hier mein geliebten Wäscheparfum von Caribbean Passion. Meine letzten waren. Und leider sind die bei Rossmann nicht mehr erhältlich. Ich hatte die im Abverkauf gekauft. Und leider sind die weg. Aber naja, vielleicht kommt noch eine andere. Weil ich habe die sehr günstig gekauft. Über 1 Euro. Unter 1,50 Euro. Und normal kosten die über 3. Ja. Die hatte ich schon. Hier meine von Rossmann waren nicht so gut. Ich liebe die von DM. Dieser Saugschwamm von DM liebe ich, aber die von waren sehr trocken. Werde ich nicht nachkaufen. Dann hier meinen lieben Essig Essence. Hatte ich von Aldi und das ist sehr praktisch und sehr gut für meine Wasserkocher oder sonst Kaffeemaschine. Und sehr günstig. Ja, habe ich schon zum dritten Mal nachgekauft. Dann hier war, das war sehr schlecht von Domestos. Ich hatte die in Blau, war sehr gut, aber die in Eco-Pack mit Mandarinenblut, man hat nichts gerochen, obwohl das sehr teuer ist, aber nicht. Kaufe ich nie wieder, ja. Und die werde ich wieder nachkaufen, wenn die im Angebot sind, ja. Dann hier von Action, diese Mikrofasentücher, die sind sehr gut und die wasche ich immer wieder nach in meine Waschmaschine und ja, fand ich sehr schön, auch von Design her, da, Design her mit 3 verschiedenen Farben, genau. Dann hier, ja, aber die mag ich nicht so, weil das hat so chemisch gerochen. Definitiv auf Frosch umsteigen, wenn ich meine Bad putze.
Oder sonst Essig oder Zitrone, aber mal schauen, mit Wasser gemischt oder mit Natron. Mal schauen, wie ich das mache. Aber den werde ich nicht nachkaufen, weil das stinkt. Und ja, ich werde definitiv auf Da sind andere Spiegel. natürliche Produkte Da sind zurückgreifen. Spiegel. Ja, und jetzt haben wir noch eine Sammlung von Weichspülern, weil ich liebe Weichspüler über alles. Und ja, zwei großen. Lenor liebe ich sowieso. Drei von Lenor, die habe ich geliebt. Die habe ich in so eine große Packung. Und ja, ich liebe diesen Lenor-Waschmittel. Dann die blaue, auch gibt es leider nicht mehr bei uns. Morgenfrische, ich habe die geliebt auch. So, die hatte ich, die sind auch sehr gut von Lovables. Die hatte ich von Action unter 1 Euro. Nee, 1,50 € und normal kosten die über 3. Leider heute zum Ende, aber die riechen echt gut. Werde ich mal schauen, ob die wieder bei Action im Angebot sind. Ja, aber reicht nicht mehr, ist ganz wenig. Die blaue, aber kannst du nichts machen davon mit. Ja, sie sind beide sehr gut. Die riechen so, ja, so frisch eben. Dann von Vanel hatte ich diese und da gab es auch eine blaue, aber mit Floral. Auch sehr gut der Duft und ja. Auch sehr gut. Und jetzt diesen von Soffla, Frühlingsfrische und gerade habe ich den auch von Soffla, habe ich zwei da. Die gelben und ich liebe diesen Geruch jetzt für Sommer. Ja, mein Lieben, mein Fuß ist schon eingeschlafen bei so lange Filmen und ich glaube, das ist über 20 Minuten jetzt. Aber ich werde das wieder in zwei Teile dann und dann mal schauen, wie ich das hochlade, weil es zu lang wird sonst. Und ja, da habe ich dann mehr Videos zu euch und ihr freut euch trotzdem, weil manche können nicht so lange schauen. Die haben Kinder oder sonst was. Ja, meine Lieben, wir hoffen sehr, es hat euch gefallen, unseren XXL aufgebrauchten Video von Juni. Und wir sagen, macht's gut, habt noch eine schöne Woche oder Tag, je nachdem, wann ihr mein Video schaut, Wochenende oder sonst was. Ihr könnt uns auch gerne kostenlos abonnieren, würde uns sehr freuen. Glocke aktivieren nicht vergessen und dann verpasst ihr auch nichts mehr von mir. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.